Hallo zu einer neuen Ausgabe der OV-Videowochenschau mit ein paar Meldungen des Tages. Die Stadt Dinklage ist sehr jung. Das geht zumindest aus dem aktuellen Zahlenspiegel hervor, den die Stadt veröffentlicht hat. Fast 21% der Einwohner sind demnach unter 18 Jahre alt. Knapp die Hälfte der Einwohner ist zwischen 26 und 60 Jahre alt. Firmen aus dem Oldenburger Münsterland präsentieren in Berlin Lösungen für mehr Tierwohl. Die Stallausrüster Big Dutchman, Fienhage und Weder Dammann und Westerkamp haben am Donnerstag vor Medienvertretern in Berlin verschiedene Stallkonzepte vorgestellt. Organisiert hat die Veranstaltung das Agrar- und Ernährungsforum Oldenburger Münsterland. Wir hatten wieder ein Fotoshooting für die Modeseiten der nächsten Promenade. Dieses Mal waren wir dafür im Kapitolkino in Lohne. Das fertige und komplette Video findet ihr demnächst auf der Facebook-Seite der Promenade. Das Wetter soll zum Wochenende hin wieder ein bisschen kälter werden, dafür aber auch wohl sonnig bleiben. Und deswegen empfehlen wir euch einen Spaziergang am Dümmersee. Und wenn ihr dort sowieso schon seid, schaut doch am Sonntag ab 11.15 Uhr in etwa bei der kleinen Eiswette in Dümmerlohausen vorbei. Da geht es dann wieder um die Frage, ob der Dümmer steht oder fließt. Egal, wie ihr euch entscheidet, ob für einen Spaziergang in der Natur oder doch lieber warm und kuschelig zu Hause, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.